Einfach, ich nehme euch einfach mal mit auf eine Longboard-Tour, weil ich habe mein Longboard extra parat genommen und dachte, ich wollte einfach jetzt mal nur so fahren, aber ich dachte, ich nehme euch jetzt mal mit, weil das letzte Mal, dieses Video wollte ich eigentlich als Überraschungsvideo machen und ja, jetzt nehme ich euch einfach mal mit, weil ich ja Bock habe. Bis 10 Kilometer. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lassen will. Das ist wirklich das letzte Video. Ich schwöre es euch, weil morgen wird es gut haben. Und ich freue mich auf ein Abo, Leute. Und wie ihr, ich finde, ihr wisst Bescheid, Leute. Die zwei abonnieren. Totale Italiano und Davide Boy. Haut rein. Guckt und vielleicht Bock habt drauf, einfach in die Kommentare schreiben, Hashtag Sport oder Hashtag ich bin Leseratte. Da weiß ich natürlich Bescheid, schick's euch, weil morgen muss die Szene abgehen, da wird einfach alles ein bisschen schwieriger, weil ich möchte schon, dass jemand das gewinnt. Bis dann, ciao. Nun bin ich ungefähr 1 Kilometer entfernt von meinem Zuhause und ich dachte, Leute, wir fahren mal heute Richtung Wald, weil Leute, da hinten sind Gewitterwolken. Und ich dachte mir, Leute, ich nehme mich einfach mit, weil ich habe Bock in den Wald zu gehen. Auch wenn es regnet, ist mir eigentlich mir egal, Hauptsache in den Wald. Leute, ich bin unterwegs. Das Gewitter kommt immer näher. Ich dachte, heute wird es sonnig, weil es war vor ein paar Stunden war es schon sonnig. Ja, so ist man sich mal. Mein Körper hat leider nein gesagt, weil da hinten, wie gesagt, ist gerade richtig heftiges Gewitter losgegangen. Man hört es ein bisschen vielleicht im Video, das blitzt und donnert, das ist eigentlich sehr laut. Also ich höre es, ich weiß nicht, ob es hier hört, dass man die Kontrolle hat. Ja, und ich denke mal, ich weiß mal eine andere Route, damit ihr auch wisst, wo es angeht. Statt eine neue Route zu wählen, wollte ich euch ganz kurz mal mein altes Schulhaus zeigen. Es ist ein sehr altes Schulhaus, das ist ungefähr, glaube ich, schon 100 Jahre alt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein Kollege von mir, der geht dahin, er weiß, glaube ich, genau, wer er ist. Es nennt sich das Burgschulhaus, es ist hier in Rehn. Und ja. Leute, ich glaube, ich sollte bald mal aufhören, leider, weil, wie gesagt, das Gewitter kommt immer näher. Über uns sind schon weiße Wolken. Ja, also, ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Ja, also, ich habe eine Idee, wo wir hinfahren. Leute, schnell guckt, wie gefährlich das Wetter hier wird gerade wird. Es kann sehr schnell umschlagen. Ich muss vielleicht bald aufhören, weil sicher noch 5 Minuten ist das Gewitter über uns. Und wenn, dann wird es einen schlagen hier, weil es bei uns sehr hohe Bäume gibt. Muss ich gucken, weil durch die Verbindung von meinem Handy, wo ich jetzt gerade streame oder ein Video mache, kann es sein, dass du einen Empfang wird aufgenommen wird, dann gibt es einen Schlag, einen Blitz auf dem Handy. Das ist so cool. Deshalb denke ich mal, mir fällt einfach nicht besser sein. Leute, da hinten waren gerade Jugendliche. Deshalb fahre ich. Ich möchte jetzt einfach ganz kurz zeigen. Wirklich brutal. Weil
Die Gewitterfront kommt immer näher. So, dunkle schwarze Wolken. Auf jeden Fall denke ich mal, jetzt fahre ich mal ganz kurz. Soll ich mich unter Kunst bringen und dann. Ich habe keinen Bock nach Hause, weil zu Hause kann man nichts machen, steht hier. Auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Nein, Spaß. Eben, hier seht ihr schon über uns dunkle Wolken und hier ist das alte Schulhaus nochmal. Da war ich vor 2 Jahren. Hier ist eben die Sporthalle und hier war ich in diesem Klassenzimmer und hier eben die Parallelklasse. Und jetzt seht ihr wirklich hoffentlich deutlich, mit Unwetter ist nicht zu spaßen. Und ich glaube, Leute, ich bin fast irgendwie ein bisschen traurig, weil ich muss mein Handy abgeben, mein Kanal fand ich so cool. Und ich habe jetzt auch einen neuen Kanal, der ist ab dem 1. Oktober online auf YouTube. Da heißt es neu Zubanito, also nicht Kubanito wie der echte Gangster-Video, sondern Zubanito. Das heißt Z-U-B-A-N-O-T. Ja. Ich freue mich heute, ich hoffe, die 100 Likes und die 20 Abonnenten nehmen. Super. Ja, es ist doch wunderschön durch die Zeit. Irgendwie fällt vielleicht auch ein Fehler, aber. Das Unwetter kommt einfach nur näher. Optimal, wenn es geht, wenn hier Steine sind. Ich hoffe, man hört mich. Ja, es regnet schon, Leute. Man sieht ja alle Frische in meinem Zubanito am 1. Oktober. Auf jeden Fall vermisse ich euch. Hoffentlich schaffen wir die mindestens 11 Abonnenten und es regnet, es fängt an zu regnen. Ich hoffe, man sieht sich nicht mehr. So, noch heute ist es vorbei, Leute. Sehr verfickert, ein bisschen rauchen müssen.